Servus, schön. Servus, schön, dass ihr Zeit gefunden habt, heute wieder reinzuschauen. Heute geht es um ein eher traurigeres Thema. Unser Hund hat die Hühner unlängst zerbissen, also er hat unter den Zaun durchgegraben und jetzt haben wir wieder neue Hühner bekommen. Aber zur Sicherheit werden wir im Zaun quasi ausgraben und einen Zaun versenken, also so ein Gitter, damit der Hund nicht durchgraben kann. Der Patrick, ein Freund von mir aus Wien, hallo Patrick. Unterstützt mich, er ist sehr tierliebend und will natürlich zum Schutze der Tiere helfen und wir graben hier ca. 30 cm nach unten und werden den Zaun eingraben und das machen wir hier über die ganze Länge und dort drüben müssen wir das auch machen und dann sind die Hühner quasi geschützt und sicher, denn Karl August will schon wieder hinein, sehr gefährlich. Wir haben zwar versucht, sie an die Hühner zu gewöhnen, aber irgendwie ist er durchgekommen. Hätte ich nicht geglaubt, aber leider, leider. Ein Ziegelhaus sehen wir einfach da, oder nur der Neiner, dass er nicht im Weg ist. Auf der Seite geht es eh besser. Ja, da ist noch was. Wenn die Erde feucht ist, deshalb geht es in Ordnung. Außer rutscht man so blöd runter. So. Hier ist schon halbwegs gegraben, da hinten ist es wieder eingestürzt. Patrick ist nach Hause gefahren, das war ihm zu viel, das Graben. Jetzt ist der Erich wieder hier, ich habe ihn auf einen Kaffee eingeladen und jetzt habe ich gesagt, kurz graben, nur kurz. Erich, das nur kurz weg. Okay. Erich, ein bisschen schneller bitte. Manuel, ich habe Patrick gefunden. Wo ist er? Er schläft im Auto. Echt? Ja, ich habe mir aber statt dem Kaffee jetzt ein Bier geholt. Wer, du? Ja. Ich glaube, das musst du jetzt schier alleine machen. Wenn ich ein Bier trinke, dann weiß ich, dass ich bald ein zweites will. Okay. Und dann ein drittes. Okay, das heißt, das wird heute nichts mehr. Ich glaube nicht, Manuel. Was macht das denn Regenwurm? Ja. Der ist nützlich. Hier ist alles fertig gegraben, wir müssen uns tummeln, es sieht nach Regen aus. Wir haben wieder Hilfe bekommen, ein Mann aus dem Dorf hier, ein richtiger Eingeborener quasi. Der gräbt einen Stock ein. Ja. Wir schneiden jetzt das Gitter ab auf die Länge, biegen es unten 10 cm um, damit es da unten quasi einen Knick gibt und dann kommt es hier herauf, hier wird es mit Draht angewickelt und dann sollte alles hundesicher sein. Okay, passt. Hast du jetzt lange im Ostbahn eingesteckt, Erich? Ich tue doch das so. War die Ovans eingesteckt. Schau her, 3 Meter, ist das kurz, gell? Soll ich lange holen? Ja, 3 Meter müssen wir weiter. Ja, passt. So genau geht's ja nicht, gell? Ja, wenn wir dann... So, jetzt messen wir ab. Hier haben wir 3 Meter. 3 und 3 ist wie viel, Erich? 9. Ja, sind 6. 6. Meter. Da sind 7 waren es bis daher. 7, 8 Meter, 8 Meter, ja. 3. 6. 7. 8. Jetzt schneide ich es hier ab auf 8 Meter. Jetzt wird es hier umgebogen. Gehst du einmal drüber oder geht so? So. Genau, Karl August, schau genau, damit du nicht weißt, wie du da durchkommst. So. Ja. So,
Jetzt werden wir 2 Meter zurückmessen, wo die Ecke quasi ist. Jetzt schneide ich hier ein. Und klappe es hoch. So, und jetzt gehen wir damit hinein. Und es passt exakt. Erik, was bekommst du überhaupt für den Zaun? Was ist, ein Kaffeekuchen oder so? Nein, ich glaube 69 Euro im Lagerhaus. Wie viel Quadratmeter? Laufmeter, glaube ich. 69 Euro, das ist sehr günstig. So. Soll ich noch eine Schaufel holen? Ja, dann los. Ja, da war eh noch eine. So sieht das aus. Erde ist wieder hier und das wird dann noch angedrahtet. Wir füllen das jetzt mit Erde auf. Ich muss leider die Kamera ausschalten und wir räumen das zu, denn der Akku ist schon wieder leer. Ich muss mir irgendeinen Menschen irgendwie erfinden, der mir die Akkus lädt. Die Ante ist auch leer. Was ist das? Dabei. Also. Ein italienischer. Auch hier müssen wir runterschneiden. Dass es besser um die Ecke geht. Normal ist es besser, wenn das außen ist, weil wenn er von außen gräbt, dann kommt er gleich Schritt und gräbt und gräbt und kommt nicht hinein. Ja. So müsste er ja unten durchgraben. Auch unmöglich, oder? Nein, hoffen wir es. Jetzt wird gleich Regen kommen, es ist schon ganz trübig und windig, aber ich will das noch anhängen mit einem Drahtgitter an das andere Gitter, damit es nicht so herumhängt. Also ein wenig, das nehme ich jetzt mit der Beißzange. Ziehe es etwas an und drehe dann den Kreis, dann ist das hier schön gespannt. Richtig auf Zug gehe ich jetzt nicht, wie wenn ich Schallung zusammenwickle. Also Schallung, diese Bewährung, wenn man betoniert, diese Eisen, die drinnen sind, die Matten und das Ganze, das wird auch so mit einem Draht nur zusammengehängt. Und da gibt es eigene Zangen eigentlich dafür, aber so genau machen wir das nicht. Erich schaut hier heraus noch, wo irgendwie Löcher sein können, wo die Hunde durch können. Wäre hier ein Hund durchgekommen, oder? Ja, ich denke schon. Hier okay. Hätte er geschafft, der Karl August. Und jetzt quasi auch mit diesem Stein, das sieht gut aus. Ja. Da muss vielleicht ein bisschen den raus, ein bisschen abgraben. Der ist aber sehr schwer. Willst du das antun? Vielleicht ist er so jetzt nach unten gegangen, ein wenig. Das geht sich aus. Schau mal. Ah, sieht gut aus, oder? Ja. Jawohl. Hier kommt kein Hund mehr durch, oder? Ja, das fliegt mir sonst noch aus. Hier bei der Tür ist hier unten noch etwas Luft. Da werden wir einfach ein Holz noch andrahten, oder Erich? Ja. Oder annageln oder anschrauben. Ja. Hier ein kurzes Stück. Ich werde den Draht noch fertig machen. Erich macht diese Spielereien fertig. Die Hühner sind heute überraschend wieder schnell gekommen. Hier sind sie. Ja, in 2 Monaten schauen die anders aus. Man sieht jetzt wenig. Die waren aus einer Legebatterie, sagt man, oder? Und mussten jeden Tag mehrere Eier legen. Und jetzt quasi als Entschädigung, weil die vorigen Hühner weg sind, durch so eine tragische Sache eigentlich, haben wir jetzt diese Hühner genommen, um das Ganze wieder irgendwie auszugleichen. Obwohl, das kann man nicht ausgleichen, aber auf jeden Fall, so ist das. Bei uns haben sie jetzt noch ein paar schöne Jahre und dann kommen sie zu den anderen Hühnern in den Hühnerhimmel. Erich, willst du auch mal in den Hühnerhimmel? Ich weiß nicht. Ich glaube fast nicht. Du willst zu Pamela Anderson und... Na, die ist so alt wie ich, danke. Nein. Okay. Also du willst zu Jüngeren? Na, auch nicht. Okay. Beim Draht durchziehen habe ich eine super Technik jetzt entwickelt. Ich biege mir das hier ein wenig um. Dann fahre ich quasi mit diesen Haken hier durch. Und jetzt ist es etwas schwer mit der Kamera. Aber und fahre gleich hier wieder zurück. Aber habe dann hier den Haken gleich wieder. Und kann ihn herausziehen. Also ich fahre das so durch. Und habe ihn dann hier nehmen mit der Zange. Zack. Ziehe mir das durch, wickle es einmal herum und dann kann ich es drehen. So geht das eigentlich sehr gut. Hier noch ein Drehtlein. Und hier beim Holz werde ich jetzt so U-Nägel nehmen.
wie diese Nägel hier und werde es mit U-Nägel noch annageln. Jetzt nehme ich mit einer Spitzzange die U-Nägel, hier, ich hoffe, das kann man sehen. Und dann gehe ich hierher, halte mir das einfach über so ein Kreuz drüber quasi und setze es mir an. Wenn ich das mit den Fingern halte, dann werden die Fingernägel so blau. So, und so mache ich das. Also so. So, hier ist das fertig. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Der ein oder andere konnte was mitnehmen. Es hat heute mehrere Helfer gegeben. Der Patrick hat geholfen, der Erich hat geholfen. Ein Eingeborener aus diesem Dorf, der Greg, hat geholfen. Also es haben extrem viele Menschen heute geholfen. Ich habe geholfen, der Hund hat geholfen. Der hat einmal einen Sack Müll aufgerissen und hat mir geholfen, quasi, dass ich mehr zu tun habe. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen rauf freuen. Der Erich würde sich genauso freuen. Erich, würdest du dich freuen? Über was? Ja. Würdest du dich über einen Daumen rauf freuen? Ach so, ja, das war früher. Buha. Was machst du mit dem Hund? Er sieht mir zu, wo er dann einbrechen kann. Okay. Also der Hund meint, der Erich sieht zu, damit er findet, wo er wieder durch kann. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall machen wir die Kleinigkeiten noch fertig. Erich dort, ich noch die paar U-Nägel. Jetzt sieht es wieder etwas besser aus, der Wind hat nachgelassen. Danke, bis nächste Woche Donnerstag. Bleibt mir gewogen, stellt euch aber nicht auf die Waage, denn ihr wisst, die Zahlen, die sind sehr unangenehm. Tschüss!